Der Bruno versucht heute die Giersköpfe oberhalb dem Sösestausee zu erklimmen. Dort oben sind sie. Ob es ihm gelingt. Vorher trinkt er natürlich diesen Bach aus. Der Aufstieg ist von unten kaum einsehbar. Ist aber anscheinend ein schön geschotterter Forstweg ohne Fahrspuren. Ja, bis jetzt gab es noch keinen Ausblick. Wir sind aber auch noch nicht oben. Nicht ganz oben. Wir versuchen unser Bestes. Ob es reicht. Ankunft auf dem südlichen Gierkopf. Ja, die erhoffte Aussicht in Richtung Acker gibt es hier leider nicht. Dort müsste die sein. Schade. War trotzdem anstrengend. Dafür gibt es jetzt super Ausblicke auf den Sösestausee. Kommt wahrscheinlich noch mehr. Ein schöner Rundblick. Zwar keine Aussicht, aber trotzdem. Ganz gut. Ja, dort oben, das weiter links, die Hans-Grünenburg. Ja, mehr kann man nicht sehen. Und es könnte theoretisch eine Klippe sein. Zwischen Hasselkopf und Kanapé-Klippe. Auch schlecht zu erkennen. Ja, das könnte eine sein. Ja, der Aufstieg hat sich gelohnt. Ein sehr schöner Blick ins Sösetal. Hier unten die Vorsperre, die Söse-Vorsperre. Und dort drüben Riefensbeck-Kammschlacken. Dort oben sieht man den verbliebenen Funkmast beim Stieglitzeck. Jetzt geht es wieder runter zur Vorsperre. Mit hoffentlich noch ein paar schönen Ausblicken. Ja, der Acker ist schon komplett mit Regen überzogen. Bald wird er bei uns sein. Der Regen. Die Söse Vorsperre. Gewaltig. Das sind die schönsten Momente im Harz. Wenn der Regen und der Nebel kommt. Noch ein Blick auf den Sösestausee. Ja, der Rest ist einfach nur noch nass. Tschüss. Einen haben wir noch, da der Regen vorbei ist. Der Sösestausee. Jetzt ist aber Schluss.